Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ich reaktioniere hier jetzt auf ein vernünftiges Video. Ich glaube Folge 100, schon 200.000 Abonnenten. Brudi. Da, guck mal, da. 9 waren wir. 10? 10 habe ich noch nicht gesehen. Schauen wir uns 10 an. Ne, voll. Eure Videos. Die sind doch immer so krass, ne? Das geht los und ich denke schon immer so, wow. So. Wo ist hier meine Leertaste? Ja gut, komm, das passiert. Das ist nichts Wildes, oder? Also das ist ja wohl schon mal fast jedem passiert. Oh, Mojela. Da rechts, seht ihr das? Da denke auch ich schon als Fahrlehrer in der Prüfung immer, ei. Wenn ihr dann aufpasst, alles gut. Solltet ihr nicht aufpassen, dann ist Prüfung zu Ende. Boah, also du bist doch nicht gerade hier. Wie haben wir heute alle? Erst gerade auf dem Fußweg, dann. Hauptsache schön der Schiss auf der Scheibe. Also so könnte ich nicht Auto fahren. Da kannst du die anderen Verkehrsteilnehmer, die kannst du gar nicht richtig sehen. Ist ja ein Komet gelandet hier. Ja, und guck mal. Mit den Fehlern anderer rechnen. Der hält doch jetzt bestimmt drauf und macht wieder richtig Druck, oder? Guck mal. Ja, genau. Und vorbei. Das Leben ist schrecklich. Die Vögel. Da landen die Vögel. Ist Paarungszeit. Was? Können doch mal auf der Straße landen, oder nicht? Das wird knapp. Das wird knapp. Scheiße. Was ist das denn? Eine Hähnchenfolge oder was? Da sind Enten. Scheiße. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Wo will er hin? Wo will er hin? Das ist übrigens ein halber Tachoabstand. Also Tacho ausgebaut, Hälfte. Er macht richtig Druck, oder? Jetzt mal ehrlich. Also in dem roten Auto, ne? Wenn ich in dem weißen BMW wäre, ich würde tatsächlich eventuell als Fahrer darüber nachdenken, ganz kurz die Bremse anzuticken. Ist natürlich pädagogisch völlig 6 minus, darf es nicht machen. Ich will aber nicht sagen, dass dieser Impuls nicht kurz hochkommen würde. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Einfach Spotify kurz durchswipen, nach einem guten Song und dann einfach weiter chillen. As I get a man in gold. So. Wohin? Wohin? Er ist mutig jetzt. Er ist mutig einfach. Ja, ich weiß nicht, ob der die Cops, die Feuerwehr gerufen hat. Das passiert im Sommer öfter, ne? Diese Feldbrände. Wenn, glaube ich, da einer mal eine Kippe hinschnickst oder so. Oder ob die einfach beide gestorben sind. Wir gucken mal, wenn da Leute stehen, dann können wir weiterfahren. Aber wenn da keine Leute stehen, dann würde ich mal in die Feuerwehr rufen. Ja. Ah, da steht auch, Autos sind schon angehalten. Ich glaube, wir können durchziehen. Digga, what the fuck? Digga, what the fuck? Da sind genug Leute, ja. Alles klar, Digga. Grüße zurück. Autobahn, was ist da los? Oh, da ist einer. Oh, da fährt einer quer von rechts nach links. Ach so, ja, da, jetzt ist auch der Grund zu erkennen, warum er von rechts nach links gefahren ist. Er hat auf jeden Fall gepennt. Schettau. Aber das sieht nach einer. Ich wollte erst sagen, das sieht nach einer Rettungsgasse aus, was sie da machen, aber. Irgendwie. Fährt der Typ jetzt irgendwie durch die Mitte durch? Was ist mit ihm los? Erste Hilfe, oder was? Spooky, ist alles aus dem Auto gescheppert, oder was? Erste quer siehst du mehr, ja, er ist auf jeden Fall richtig quer gefahren hier.
Das sind Bundeswehrsoldaten, oder? Gehen die spazieren? Muss auch mal spazieren gehen. Ja, da gehen scheinbar ein paar Soldaten spazieren. So. Oh. Okay, kam. Und da sieht man auch, wie gut die LKW-Fahrer Abstände einhalten. LKW-Fahrer verlieren übrigens deswegen immer ihren Führerschein, weil die nicht zu schnell fahren, sondern wegen den Abständen. Was ist das? Entenfamilie? Krasser Scheiß. Wo kommt eigentlich diese coole Musik her? War ich das? Ne. Bestimmt in dem Video hier. Ey! 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 Der pennt doch! Der ist eingepennt. Das will ich nicht sehen. Boah, hättet ihr die Eier gehabt, in den Graben zu fahren? Ich weiß es nicht. Also, ich meine, mit dem SUV geht's ja noch, aber das ist ja schon, ich glaube, der hat gepennt. Ehrlich, jetzt guck mal. Der pennt. Boah, das muss nicht sein, ey. Boah, der pennt immer noch weiter. Ja, was willst du sonst machen? Ist ja richtig. Also nein, ich habe nur überlegt, ob ich vielleicht auf der Straße geblieben wäre. Also ich wäre praktisch aber in den Gegenverkehr kannst du auch nicht ausweichen. Aber in Graben ist auch so. Und im Worst Case fährt der Typ einfach auch noch weiter und du siehst ihn nie wieder. Also, guck mal, da ist er wieder wach. Er hält nicht an, siehst du? Wie crazy, ey. Richtig gut, schön mit dem Roller bei der Autobahn. Leben am Limit. Also, was man alle in Ostdeutschland erlebt, ja? Ich sag dazu nichts mehr. Oh. Oh. Ein Schlagloch hat. Das ist geil, so ein Pickel auf der Autobahn ausgestiegen. Und dann ist der Stau zu Ende, jetzt müssen alle schnell weiter. Run, Forrest, run. Ach, da kommt der nächste. Scheiße. Habe ich heute übrigens noch gelesen, hat jemand in den Stream geschrieben, 70 Euro halten und parken auf der Autobahn. Jetzt aber. Alter, jeder Bus fährt gegen das Scheißschild. Siehst ja gar nichts. Was soll das für eine Cam sein? Sieht gleich aus, als wenn UFOs landen. So wie diese Beweisvideos. Siehst du? Area 41 oder was? Er fährt 75. Okay. Verstehe ich nicht. I like. Jetzt kommt doch bestimmt einer angeschossen, oder? Ja. Gut. Ist immer geil, wenn die Fahrschüler fragen, warum soll ich denn in den Spiegel gucken? Wer soll denn da kommen? Ja, der Stefan, der zeigt dir, wer da kommt. Er ist Maschine, der Radhahn zieht durch. Oh. Oh Mann, ey. Deswegen nicht aufs Handy gucken. Ja, genau. Jetzt erstmal wieder beruhigen. Schön Orangensaft trinken. Tempomat am Start. Ja, wahrscheinlich so. Wenig geschlafen, würde ich sagen. Total, ey. Ja, ein bisschen, da frage ich mich sowieso immer, wenn diese Strohtransporter, dass da noch nicht mal einer eine Kippe drauf geschnickst hat, auch so ein fahrendes Ding, verstehe ich nicht. Also nicht, weil ich das machen würde, ich rauche eh nicht, aber
ist doch irgendwie so Potenzial, wisst ihr? Okay, nicht machen. Sportlich. Wilhelmstraße unter der Brücke einen LKW-Unfall. Kurwa, diese Brücke zu tief. Kurwa. So schnell brennt Stroh nicht, Gott sei Dank. Echt, ich habe immer gedacht, wenn da einer eine Kippe drauf schnickst, macht der ganze LKW so. Und fährt wie die Fackel von Rohan durchs Ruhrgebiet. Der Verkehr wird aber vorbeigeführt, es kann trotzdem zu Verkehrsbehinderungen kommen. Immer wieder geil. Aber der ist ganz schön schnell. Ja, genau. Yes, yes. 3, 2, 1. Der Ritter braucht Luft, ist ja klar. Was ist los? Gestraft? Es ist grün. Aber er wohnt doch da. Zeit für einen Adblocker. Ach, Shani, ich gucke die Werbung so gerne. Ist ziemlich eng. Hat er jetzt auch gemerkt. LKW-Fahrer winkt Kameraauto durch. 1,5 Meter reichen auch. Jesus. Das ist auch immer übel, so knappen Abstand reinzuhauen, ey. Ich fahre übrigens voll gerne Autobahn. Ich liebe Autobahn zu fahren. Ja, Elbaumer Abstand ist richtig, ey. Die hatten gar keinen. Kopfnuss. Einmal bin ich mit Vito 325 gefahren. Einmal. Ja, nachts zum Beispiel ist richtig geil, ne? Nachts kannst du schön über die Autobahn ballern, alles ist cool. Weil so mittags da ist zu gefährlich, ey. Viel. Also es gibt zu viele Idioten einfach. Junge! Junge, Junge! Bad Nenndorf hat sich einer zerlegt. Wo wir nach Berlin gefahren sind, zu krass. Ja, also. Es hat immer mal wieder mit einem Vito, nein, nicht mit einem Vito, mein Freund heißt Vito. Stell mal vor, mit einem Vito. Nein, mein Freund heißt Vito und der hat so eine Tuning-Werkstatt hier, so Lima, die Werkstatt. Und ja, der macht so Stage 1, Stage 2, 3, 4, schieß mich tot. Die haben halt immer nur so krasse Autos und irgendwann hat er einen M5 gehabt, der Temperaturprobleme ab 270 hatte. Das muss er ja erstmal haben, Temperaturprobleme ab 270. Naja, und haben die lange gesucht, bis sie den Fehler gefunden haben. Und dann hat er gesagt, Rob, ich muss eine Probefahrt machen. Ich muss eine längere Zeit lang über 270 fahren. Willst du mitkommen? Hier habe ich mir gedacht, na gut, komm, dann bei ihm fahre ich mal mit. Also 300, alles ab 300 ist nicht so mein Ding. Auf einer Rennstrecke cool, aber nicht auf der Autobahn. Gib Stoff. Genau deswegen. Ja. Oscar in der Tonne, ein geiler Name. Er fährt halt 83. Kannst ihn noch überholen. Ja. Aber jetzt überholt er ihn, guck mal, und dann gibt er Gas. Fährt mit 80 auf der Autobahn. Hat das mal eine? Ja. Ups, oh je. Was? Achso. Erstmal ein geiles Video. Hab ich doch abonniert. Was soll ich hier noch abonnieren? Hab ich doch abonniert. Ich abonniere dreimal.